Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Space Engineers. Das letzte Mal sind wir ein bisschen in der Gegend rumgejungelt und haben leider nicht das gefunden, was wir haben wollten. Aber, naja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, dass wir da wieder... Oder was heißt wieder, dass wir da endlich mal an unser Ziel kommen und mal was finden. Oder wir sind einfach, oder ich bin einfach zu gierig. Nicht wir, sondern ich. Entschuldigung. Also wenn was schief läuft, dann seid immer ihr mit dran schuld. Das ist ja dann klar. Ja, also vielleicht bin ich da auch einfach dann zu gierig. Ich weiß es nicht. Das ist doof, dass ich da jetzt nicht so richtig eins dran schieben kann. Egal. Dann machen wir mal Folgendes. Und zwar... Wir benötigen ja noch für unser Schiff, brauchen wir ja noch ein paar kleine Komponenten. Und zwar zum einen, ein Cockpit haben wir. Wir brauchen ein kleines Triebwerk, wir brauchen ein Gyroskop. Wir brauchen einen kleinen Reaktor. Ja. Ich glaube, das wäre es dann sogar. Jetzt machen wir mal Folgendes. Also ich will das dann später hier eindeckeln. Das heißt, hier oben wollte ich noch so ein Teil dran machen. Na? Ach so, deswegen. So, hier drumherum. Das wird quasi der Rahmen. Und zack. So, hier vorne kommt dann noch was dran. Und zwar genauer gesagt da. So. Dann haben wir hier, zack, Stahlplatten. Ja, da haben wir aber, glaube ich, noch hinten noch welche, oder? Oder auch eher nicht. Ich dachte, wir hätten hier noch was. Ach so, nee, das sind jetzt nur hier Panzerung, Anzeige und Stahlplatte sehe ich jetzt hier nicht. Aber gut, die sieht man hier drauf ja eh nicht. Aber wir haben, glaube ich, noch welche hergestellt, genau. So. Weiter geht's. Diesen Rahmen. So. 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 Und hier oben an den Rahmen kommt dann das Gyroskop dran. Ich würde sagen... Machen wir da mal eins hin. Und den kleinen Reaktor machen wir mal dahinter. Oder? Ja, doch, passt, passt. Obwohl, wartet mal, warte, der, ich glaube, das sieht ein bisschen... Ups. Etwas zu rasant gewesen. Der kleine Reaktor, das ist die 4. Den machen wir so dran. Jetzt schweißen wir erstmal hier alles fertig. Erstmal die Stahlkomponenten hier. Damit das Gerüst schon mal steht. Die Militäreskorte hat auch ziemlich gut auf uns zugehalten hier. Oder hält immer noch ganz schön gut auf uns zu. Aber wenn die weit genug an uns vorbeifliegt, ist mir das ja egal. Müssen wir jetzt gleich nochmal ein Auge drauf halten, wenn die so unter 2 Kilometer kommt. Vielleicht müssen wir uns da mal irgendwie verstecken oder so. Weil die Militäreskorten haben nämlich Bewaffnung. Und da sehen wir nicht allzu viel Land gegen. Und das muss ja nicht sein, dass wir jetzt deswegen wieder hier drauf gehen. Ich meine, wir haben ja schon genügend andere Todesarten ausprobiert. Wie zum Beispiel einfach im All verschollen gehen.
Aber echt, wie gesagt, wegen dem Verschollengehen, wegen diesen Raumschiffen. Wenn ihr wisst, wie man so ein Schiff hacken kann, schreibt es mir bitte, wie auch immer, weil ich würde echt sehr gerne mal so ein Schiff hier entern, ohne, also wenn es geht, halt auch ohne ein extra Enter-Schiff dafür zu bauen, aber soweit ich es gesehen habe, geht es wohl anscheinend wirklich nur, indem man dann mit einem speziellen Schiff dieses Enter-Manöver macht. Ja, so langsam können wir sogar schon Konturen von dem Schiff da hinten entdecken. Was? Und die spawnt anscheinend. Oder er hat einfach seine Antenne ausgemacht. Der kleine Drecksack. Man weiß es nicht. Komme ich denn so überhaupt da noch hin? Ja, anscheinend komme ich dahin, aber es ist halt irgendwie nicht so wirklich bequem. Pass auf, da müssen wir dann doch nochmal was anderes machen. Dann machen wir das nochmal eins höher. Man sollte es vielleicht vorher ausprobieren. Gut, ist jetzt zum Glück ja nicht allzu wild hier. Viel haben wir ja in dem Bereich hier noch nicht gebastelt. So, zack, 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 zack. Mit dem Schweißgerät hier nochmal zu Werke gehen. So. Ja, vielleicht kriegen wir ja heute schon mal die ersten Teile vom Schiff soweit fertig, dass wir da sogar mal einen ersten Testlauf machen können. So, wenn ich jetzt sage, ich mache das mal zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Okay. Stahlplatten kriegen wir ja schnell. Da haben wir ja noch ein ganzes Lager voll. Zack. Zack. So, ich mache jetzt erstmal drei Stück hier hin. Okay, brauchen wir auch wieder. Kein Problem. Die Herrschungskomponenten könnte ich jetzt abwerfen, ich weiß, aber die werden wir wahrscheinlich eh in ein paar Sekunden gebrauchen können. Aber erstmal will ich jetzt hier mal einen Testlauf machen. Wortwörtlicher Testlauf, ob ich hier eigentlich dann noch reinkomme oder nicht. So. Ja, das sieht ganz gut aus. So komme ich dann hier hin. Ja, passt. Gut, dann wieder auf ans Schweißen. Wobei das Ding hier, das mache ich nochmal weg. Und dann mache ich nämlich hier mit 4. So, 4 ist dann der Reaktor, ne? Ah, wenn ich noch eine Herstellungskomponente hier los. Oh, gut. So, dann schweißt man nämlich von hier erstmal alles fertig. Und dann kann man nämlich von innen. Kann man nämlich dann wunderbar an den Reaktor dran. Ich will nämlich auch nicht, dass der von außen erreichbar sein kann. Schließlich macht das jetzt nicht so viel Sinn, dass man dann von außen an den Reaktor kommt und eventuell dann halt mir auch noch meine Ressourcen da klauen kann. So. Jetzt machen wir erstmal das grobe Gerüst hier fertig. Von außen müssen wir auch nochmal dran. Energie habe ich auch nicht mehr so extrem viel, aber zumindest noch genügend, dass ich hier das Gerüst jetzt schnell noch fertig mache.
Zumindest das, was ich jetzt von innen erreiche. Von außen wird es nicht mehr reichen, weil da muss ich noch das Jetpack und allen Kram benutzen. Zusätzlich. Und das Schweißgerät frisst ja recht gut Energie. So, zack. So, langsam wird es hier drin auch dunkler. Ich mal gleich auch mal das Licht anmachen müssen. Und bam. So, auf jeden Fall brauchen wir dann für den Reaktor brauchen wir gleich auch nochmal einiges. Was brauchen wir da? Metallgerüst, Stahlrohr und Reaktorkomponente. So. Kurz mal ein bisschen was getankt. Metallgerüst. Weil das will ich jetzt, während er tankt, kann das ja schon mal hergestellt werden. Zehn Computer, ein Motor, eine Reaktorkomponente, ein Stahlrohr, Metallgerüst. Okay. Zack, zack. Metallgerüst. Ich glaube, ein kleines Stahlrohr braucht man noch. Ein Motor braucht man noch. Zehn Computer. Eine Reaktorkomponente. Weiß jetzt nicht genau, was ich sonst noch... Also wie viel genau. Ich tanke jetzt erstmal schnell. In der Zwischenzeit kann ja da hinten alles hergestellt werden. Ich gehe jetzt auch erstmal nicht zum Farmen, es sei denn, ich brauche... zum Bergarbeiten. Es sei denn, ich brauche dringend irgendeine Ressource. Das heißt, hier ist auch erstmal alles umgewälzt. So. Stahlplatten. Ich hoffe, die Komponente, das Stahlrohr war das Richtige, was ich da gemacht habe. Aber ich glaube, beim kleinen Reaktor macht auch ein kleines Stahlrohr nur Sinn. Ah, ein großes Stahlrohr. Gut, das kleine werden wir auch irgendwann verbrauchen. Ah, dafür brauchen wir Silber. Für die Reaktorkomponente. Das heißt, da muss ich dann wohl doch nochmal los. Ich habe da ein großes Stahlrohr mitgenommen, oder? Nein, habe ich nicht. Ja gut, also Silber wissen wir ja, wo wir es herbekommen. Das ist jetzt nicht das Problem. So, Reaktorkomponente, die habe ich jetzt nicht. Da werden wir später nochmal dran müssen. Dann kann ich auch gleich mal gucken, ob wir fürs Gyroskop eventuell noch irgendwas Besonderes brauchen. Weil da macht es natürlich auch Sinn, dass wir dann das auch schon gleich mit ab meinen Sohn. Soweit so gut. Sieht jetzt nicht unbedingt hübsch aus, das weiß ich. Mir geht es jetzt erstmal nur rein um Funktionalität. Das heißt, ich will ein kleines Schiff haben, wo man so ein bisschen auch Schutz drin finden kann, wo ich eventuell hier hinten noch später Container reinbauen kann. Sprich, wenn ich jetzt längere Zeit unterwegs bin mit meiner, dass ich dann halt auch genügend Platz habe, um da noch viele Items in den Container zu packen. So, Container ist das nächste, statt dem Reaktor. Das heißt, hier wieder ein Container dran. Was? Nein! 5, nicht F5. So. Mining Carriage. Okay, da haben wir auch nicht allzu viel. Herstellungskomponenten, okay. Die haben wir ja. Und Stahlplatten. Herstellungskomponenten und Stahlplatten, die haben wir ja alle hier rumfliegen. Und dann müssen wir uns gleich wieder Motoren machen.
So. Ah, da brauchen wir nur die kleinen Stahlrohre. Erstmal das hier. So. 7 kleine, 4 große. Nein, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, kein Träger. 1, 2, 3, 4. So. Was brauchen wir hierfür noch? Für den brauchen wir garantiert hier Computer und Monitor. Computer 2, 2, 1. Ein bisschen was haben wir ja hier. Anzeige haben wir zumindest hier, sehe ich. So, zack. 2, 2, 3, 2. Dann auch wieder hier. So. Der braucht 2, ne? 2, 2, dann eine Anzeige, eine interne Panzerung, okay. Der braucht noch Stahlplatten, ein Computer, ein Monitor. Okay. Monitor haben wir. Ein Computer. Nur ein paar Stahlplatten. So. Brauchen wir da die kleinen als erstes oder die großen? Ah, die kleinen. Sehr gut. Dann 4 große. Ach, Mist. Ja, macht nichts. Kriegen wir auch noch hier dran. Zack. Dann Motor, Computer und Stahlplatte. Motor, Computer, Stahlplatten. Das können wir auch schon mal mitnehmen. Dann können wir nämlich hier durchzimmern. Zack. Und zack. So, da können wir auch wieder durchzimmern. Da brauchen wir noch einen Motor. Und dann müssen wir in der nächsten Folge müssen wir dann los und müssen dann unbedingt nochmal Silber kaufen. Kaufen. Abernten. So. Okay. Das sieht ja ganz gut aus. Über Geschmack lässt sich ja streiten. Und bevor wir nämlich dann in der nächsten Folge losmarschieren, machen wir hier noch das Gyroskop dran. Dann will ich auch nochmal gucken, was brauchen wir hier. Gut, dass da die Nachricht im Weg ist. So. Stahlplatte, Herstellungskomponente, ein großes Stahlrohr, 2 Motoren, 3 Computer. Ein paar Stahlrohre. Schadet nichts, wenn wir da so ein paar mehr machen. Herstellungskomponenten schadet auch nichts. So, dann schweißen wir das hier nämlich auch noch mal zurecht. So, Stahlplatten. Da brauche ich noch einige. So, hauen wir mal das raus, was geht. So, 13, das heißt 2 Stück brauche ich da erstmal noch, aber ich glaube, ich brauche da noch mehr für die restlichen Sachen. So, das kann mit dem mal schnell tauschen. Na, der kommt aber verdächtig nah. Na, den lassen wir jetzt hier erstmal vorbei pesen. Hoffe ich, dass er vorbei pest. So, Herstellungskomponenten, ein großes Stahlrohr, das holen wir uns auch noch.
Dann brauche ich gleich mal zwei. Der kommt aber echt sehr nah dran. Na, ein Motor noch. Hatte ich den nicht eben schon geholt? Ich dachte, den hätte ich schon. Na, mal so. Zack. So, ich glaube, dann haben wir auch alles. Bis auf zwei Stahlplatten, aber die werden ja gerade noch hergestellt. Da müssen wir nur noch gucken, was brauchen wir, um... Was brauchen wir eigentlich, um dann hier noch die Triebwerke zu bauen. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!